Zwei Erntebrücker sitzen auf dem Gickelsberg und schauen über ihr Heimatdorf. Plötzlich setzt sich Gott neben sie und tut es ihnen gleich. Nach einer ganzen Weile traut sich einer der Erntebrücker und fragt: Herrgott, was möchtest du da hi? Sagt der Allmächtige: Homeoffice, ihr Junge, Homeoffice. So ist es in den letzten Wochen durch die sozialen Medien gegangen. Zugegebenermaßen nicht immer in der Erntebrücker-Variante. Aber egal, auf welchem Berg sich das Ganze abspielt, die Vorstellung davon ist doch eigentlich eine ganz schöne. Gott sitzt im Homeoffice an unserer Seite. Und was er sich da wohl denken mag? Was hat Gott wohl auf seiner To-Do-Liste stehen? Vielleicht erst einmal eine Bestandsaufnahme. Er schaut, wie sein Projekt Schöpfung läuft. Er sieht den Menschen mit seinem Tagwerk, mit den schönen und schweren Angelegenheiten. Freut sich mit in jedem Glück, weint jede Träne mit und fühlt jeden Schmerz. Er leidet mit daran, wie das Leben zugehen kann. Ich stelle mir vor, wie er überlegt, ob er das Ganze richtig angegangen ist mit der Welt. So wäre jedenfalls ein menschlicher Gedanke. Kosten-Nutzen-Aufstellung, passt die Investition zu dem, was am Ende als Gewinn rauskommt. Ich weiß nicht, ob Gott Listen führt und ob wir immer mit dem Plus dastehen. Wahrscheinlich eher nicht. So könnte man ihn predigen, als den Richter, der die Beweise sammelt und dann Recht spricht. Ja, das ist er, ein Richter. Er spricht Recht, er spricht uns Gerecht. Und kein anderer kann das so, wie er es tut. Gott sei Dank für uns. Gott als der, der die Bilanzen und die Beweislage prüft, im Homeoffice an unserer Seite. Gott, der neu anfängt, auch mit uns. Wir stellen uns in die Reihe der Kinder Israels, die vor vielen tausend Jahren die Zusage Gottes empfangen haben. So heißt es im Buch des Propheten Jeremia über den neuen Bund, den Gott mit seinem Volk schließen will. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch einen Bruder den anderen lehren und sagen: Erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Sitzt Gott auf dem Gickelsberg und guckt in die Welt. Ach, meine Kinder, hört auf, euch gegenseitig zu richten. Hört auf mit dem höher, schneller, weiter. Macht euch nicht fertig im Glauben. Seid frei und fröhlich im Herzen und lasst euch meinen Bund gefallen.